Einen schönen guten Abend von der Bühne. Vorab, um Irritationen zu vermeiden, ich bin nicht Jennifer Stange. Unsere Moderatorin hat kurzfristig absagen müssen wegen Krankheit. Und Steven und ich haben die Rolle der Moderatorin, ich bin Jule Nagel, die Rolle der Moderatorin übernommen und werden, denke ich, adäquat gut durch den Abend führen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung auf dem Prüfstand Aufarbeitung der Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir haben vor circa einem Jahr schon mal eingeladen zu einer Veranstaltung, auch mit Petra Pau. Und damals war der Befund, das Problem heißt Rassismus. Und dieser Befund ist heute aktuell, so aktuell wie nie. Sie und ihr kennt das. Bundesweit machen Neonazis, aber auch Normalbürgerinnen, sage ich mal, gegen Asylsuchende, gegen Sinti und Roma mobil. Wir haben es also mit einer Renaissance rassistischer Mobilisierung zu tun. Und auch das muss uns beschäftigen, wenn wir über den nationalsozialistischen Untergrund sprechen. Vor einem Jahr, als wir diskutiert haben hier in Leipzig, war der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU noch an der Arbeit, noch in der Arbeit, und der Prozessauftakt stand kurz bevor. Heute ist es quasi andersrum, der Bundestagsausschuss hat seine Arbeit beendet und der Prozess ist in vollem Gange. Und es bleibt fraglich, wie tief die Aufklärungsbemühungen tatsächlich schürfen, was wirklich rauskommt, und wir wollen uns heute Abend natürlich darüber informieren, darüber diskutieren, was der Bundestagsausschuss gebracht hat, was der Prozess bringt, wo es da vielleicht hakt und auch wie eine gesellschaftliche Debatte über die Konsequenzen oder die Abgründe, die Mordtaten des nationalsozialistischen Untergrunds gezeigt haben, wie die eigentlich vonstatten geht, ob es da überhaupt eine Diskussion gibt. Die Podiumsdiskussion heute wird präsentiert vom Linksnet e.V., ein Abgeordnetenbüro hier quer rüber in der Bonner Eschen Straße und freundlich unterstützt von Die Linke Leipzig und Die Linke Sachsen. Die Veranstaltung bettet sich außerdem ein in eine Veranstaltungsreihe der Gruppe Rassismus tötet. Dazu wird dann auch noch was gesagt, was da noch für Veranstaltungen anstehen. Und ich würde an Steven übergeben, der das Podium vorstellt. Genau, vielleicht kurz, also erstmal hallo auch von meiner Seite. Vorher noch ein, zwei organisatorische Dinge. Dort drüben gibt es einen Buchstand vom Erlibro, wo ihr auch thematisch zum heutigen Abend Bücher findet. Und daneben auch einen Infostand. Da liegt auch diverses kostenloses Material aus, ebenso wie da draußen direkt zum Untersuchungsausschuss und zum Prozess nochmal. Wenn ihr euch dort was nehmt, wäre es cool, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und auch was reintun könntet. Die Spenden dienen dann zu der Finanzierung der Veranstaltungsreihe, von der Jule gerade gesprochen hat, von der Gruppe Rassismus tötet, die eine Veranstaltungsreihe zum NSU und zum Rechtsterrorismus macht. Genau, jetzt zur Vorstellung der Menschen, die mit uns hier heute auf dem Podium sitzen. Als erstes links neben mir Petra Pau. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linken, Vizepräsidentin, heißt das, oder? Im Deutschen Bundestag. Und Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss zum Thema NSU, ebenfalls im Bundestag. Ganz rechts außen von mir aus gesehen, Sebastian Schamer. Er ist Nebenklagevertreter von Gamsche Kubasik, Mitglied im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein und hat auch hier einen lokalen Bezug. Zum Beispiel hat er die Nebenklage im Gerichtsprozess zum Mord an Kamal K. vertreten. Und ganz zu meiner Linken, wir haben uns vorhin darauf geeinigt, dass ich nur den Vornamen verwenden darf. Kutlu, er ist engagierter Künstler, unter anderem bei Microphone Mafia aktiv. Und er war zum Zeitpunkt des Anschlags in der Kolbstraße in Köln ein Anwohner dieser. Wenn ich was vergessen habe oder irgendwas zu kurz gekommen ist, können Sie das vielleicht einfach selbst noch ergänzen. Genau, und wir steigen in die Fragerunde ein.
mit einem Themenstrang, der auch in der Ankündigung, der Anknüpfungspunkt ist, nämlich mit dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Petra, wir haben genau vor einem Jahr eben diskutiert über die Arbeit, über ein mögliches Ergebnis. Jetzt liegt das Ergebnis vor und erst vor 4 Tagen wurde im Deutschen Bundestag da auch nochmal drüber diskutiert und bekräftigt, dass es jetzt endlich zu einer Umsetzung auch der Ergebnisse des gemeinsamen Berichtes des Untersuchungsausschusses kommen muss. Vielleicht kannst du noch mal kurz abreißen, was die Ergebnisse eigentlich waren und wie auch jetzt die Diskussion im Bundestag verlaufen ist. Du hast ja auch kritisiert, eben, dass nichts passiert ist seit Juli im August. Ja, zumindest ist wenig passiert. Vor einem Jahr habe ich hier noch berichtet und war sehr zuversichtlich, dass alle Fraktionen des damaligen Bundestages gemeinsam, das machte die Stärke dieser Untersuchung aus, gemeinsam auch zu Schlussfolgerungen kommen. Ich habe jetzt darauf verzichtet, die über 1000 Seiten Bericht mit dem, was wir ermittelt haben, was war, aber auch mit den Fragezeichen, die wir weitersehen, mitzubringen. Wir haben am 2. September schon einmal im Bundestag dazu debattiert und haben fraktionsübergreifend festgestellt, dass wir zu keiner einzigen Tat, zu keinem einzigen Tatort, der Morde, der Bombenanschläge und so weiter, abschließend sagen können, so war es. Und das ist alles entweder durch Ermittlungsbehörden oder durch unsere Aufklärungsarbeit ausermittelt. Das ist ein Stückchen auch der bitteren Bilanz, wo wir uns nicht vorwerfen müssen, dass wir nicht das, was wir tun konnten, getan haben. Das ist nicht die Frage. Aber das hat etwas damit zu tun, dass massiv gemauert wurde, durch Bundesbehörden, durch Landesbehörden, dass die versprochene rückhaltlose Aufklärung, Zitat Bundeskanzlerin Angela Merkel, schon durch die Mitglieder ihres eigenen Bundeskabinetts, aber eben auch durch die Landesregierung, und das ist auch bitter, egal welche politischen Farben sie tragen, eben nicht geleistet wurden. Umso bemerkenswerter, dass wir 50 gemeinsame Vorschläge unterbreitet haben, von Unionsfraktion bis Linke, was sich verändern muss. 50 Vorschläge, sowohl die sogenannte Sicherheitsarchitektur betreffend, Fragen der Aus- und Weiterbildung von Polizistinnen und Polizisten, aber auch von Juristen, von Pädagogen, Vorschläge, dass in Zukunft beispielsweise bei Straftaten zum Nachteil von Bürgerinnen und Bürgern mit ausländischen Wurzeln oder Straftaten, die auch nur ein minimales Anzeichen, dass sie eine rassistische Motivation haben könnten, genau dieser Ermittlungsstrang auch einzuschlagen ist, dass das zu dokumentieren ist, wie man hier untersucht hat, aber auch Vorschläge in Richtung der Nachrichtendienste, insbesondere dieses unsäglichen V-Leute-Einsatzes. Soweit die Gemeinsamkeiten. Das war der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Fraktionen. Und wir hielten das für notwendig, dass der 18. Deutsche Bundestag, so wie er jetzt zusammengekommen ist, genau diese Gemeinsamkeiten, die bei allen sonstigen Streit übrig geblieben sind, bekräftigt, nochmal zu seiner Sache macht. Das hat auch was mit der Kritik, die du angesprochen hast, zu tun. Es war keiner Landesregierung verboten, seit dem 2. September, seitdem der Abschlussbericht vorliegt, im Übrigen auch nicht der alten oder der neuen Bundesregierung, irgendetwas von diesen Schlussfolgerungen sofort in Angriff zu nehmen. Da ist manches einfach umzusetzen, ohne dass neue Gesetze geschrieben und beschlossen werden müssen. Da geht es um Veränderungen in der Mentalität, geht es zum Teil um Willensbekundung oder auch um Kontrolle. Aber wir haben gehört, dass in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene die Landesinnenminister versucht haben, selbst diesen Minimalkonsens aufzuweichen. Lange Rede, kurzer Sinn, vergangenen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag einstimmig, gutes Zeichen für den Beginn der Legislatur, diese gemeinsamen Schlussfolgerungen noch einmal bekräftigt, beschlossen. Beide zuständigen Minister, Herr Maas wie Herr de Maizière, haben geschworen, sie würden sich jetzt zügig an die Arbeit machen, was immer das heißt. Ich denke, wir müssen uns zügig an die Arbeit machen als Parlament, sowohl was diese gemeinsamen Schlussfolgerungen betrifft, aber, und das gilt für die Linke, und damit kommt der Werbeblock, weil ich kann das unmöglich jetzt hier alles vortragen, dann ist der Abend rum, auch die weitergehenden
Darüber hinausgehenden Schlussfolgerungen werden wir jetzt parlamentarisch sowohl in den Landesparlamenten, vieles ist Landessache, oder eben in den Deutschen Bundestag einbringen. Und wir haben auch eine Verabredung mit unserer Fraktion im Europäischen Parlament, dass wir Dinge, die wir hier identifiziert haben, die auch auf europäischer Ebene passieren müssen, umsetzen. Und damit komme ich zum Abschluss. Drei Punkte habe ich identifiziert, die als Hauptdifferenz gelten müssen. Erstens, wir, die Linke, halten die Ämter für Verfassungsschutz erstens für nicht kontrollierbar und auch für nicht reformierbar. Sie waren Teil des NSU-Desasters, standen im Zentrum des Versagens und deshalb wollen wir, dass sie als Nachrichtendienste, als Geheimdienste aufgelöst werden. Zweitens, die staatliche Unterstützung für gesellschaftliche Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ist völlig unzureichend. Sie muss auf ein völlig neues Fördersystem umgestellt werden. Und da reicht es uns nicht, dass die sogenannte Extremismusklausel jetzt wenigstens abgeschwächt wurde, indem diese Initiativen jetzt nicht mehr das Bekenntnis zum Grundgesetz und zur Bespitzelung ihrer Kooperationspartner unterschreiben müssen. Und drittens muss der grassierende Rassismus in der Gesellschaft und auch von Staats wegen, das was wir institutionellen Rassismus nennen, bekämpft werden. Das heißt, er muss endlich als akutes Problem anerkannt und dann politisch bekämpft werden. Das ist so der Extrakt aus der Debatte vom vergangenen Donnerstag. Das ist natürlich kein Schlussstrich der parlamentarischen Behandlung, aber dazu werden wir sicherlich noch im Laufe der Debatte kommen, was sowohl im Bundestag, in den Landesparlamenten und auch auf anderen parlamentarischen Ebenen passieren muss. Okay, danke erstmal dafür. Dann vielleicht eine nächste Frage an Sebastian Scharmer, den Nebenklagevertreter. Sie sind ja sozusagen aktiv Teil des NSU-Prozesses in München. Vielleicht können Sie kurz dazu was erzählen. Wie läuft der Prozess? Geht es Ihrer Einschätzung nach vorwärts? Kommt es zu einer lückenlosen Aufklärung? Kann das überhaupt durch den Prozess gewährleistet werden? Beziehungsweise was für eine gesellschaftliche Relevanz hat überhaupt dieser Prozess? Ja, schwere Fragen. Ob ich die jetzt in 5 Minuten beantworten kann, weiß ich nicht. Aber ich versuche es einfach mal anhand von ein paar Punkten und vielleicht auch Beispielen. Das eine, die Frage, kann der Prozess eigentlich die Aufklärung bringen, die insbesondere unsere Mandantinnen und Mandanten wollen? Ich glaube nicht. Schon allein vom prozessualen Kontext her. Das heißt aber nicht, dass man, wie es der Generalbundesanwalt da will, und da wirst du vielleicht auch mal erzählen, wie das im Einzelnen läuft, im Grunde genommen nur formal Anklagepunkte abnicken kann. Das kann es auch nicht sein. Es ist so ein bisschen schwierig, die Situation, weil einerseits im Prozess immer wieder argumentiert wird, wir sind kein Untersuchungsausschuss und wir dann darauf verwiesen werden, das möge doch die Politik aufklären, und andererseits aber gerade auch von den politisch Verantwortlichen dann immer wieder darauf verwiesen wird, das ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden und des Prozesses, sodass am Ende ein gewisses Delta bleibt, was wir wahrscheinlich nie erforschen können. Und dazu zählt zum Beispiel die Frage, die also meine Mandantin seit 2006 beschäftigt, wie sind die eigentlich konkret auf ihren Vater Mehmet Kubaschik gekommen? Das ist eine Ecke in Dortmund, die wird man als Durchreisender nicht unbedingt finden. Das ist ein Laden, da war eine Videokamera installiert, die nicht funktionierte, was man nur rausfinden kann, indem man diesen Laden vorher ausspioniert hat. All diese Fragen beschäftigen sie seit diesem Jahr und die sind weder durch den Untersuchungsausschuss noch in dem Prozess bislang geklärt worden. Und jetzt komme ich mal dazu, wie wir das versuchen. Ja, wir stellen Anträge, bestimmte Zeuginnen und Zeugen zu hören. Wir versuchen in diesem riesen Wust von Akten die Bestandteile zu finden, die vielleicht von Interesse sind, um auch Punkte aufzuklären, die der Untersuchungsausschuss nicht aufgeklärt hat oder nicht aufklären konnte. Wir haben ja die Möglichkeit, auch nochmal ganz anders, zum Beispiel auch die Angeklagten zu befragen, Zeugen wesentlich umfassender zu befragen. Das alles wird ziemlich boykottiert vom Generalbundesanwalt und zwar in relativ perfider Form. Ich will es mal an den Akten vielleicht erklären. Dieses Verfahren hat ganz viele Akten, die wir nicht kennen. Der Generalbundesanwalt hat im Grunde genommen eine Zusammenstellung vorgenommen von Dingen, die er für das Verfahren relevant hält, für die Tat- und Schuldfrage. Alles andere hat er in entweder sogenannte Spurenakten gepackt
oder in Akten, die andere Beschuldigte betreffen. Also es gibt mindestens noch weitere 9 Beschuldigte, die wir auch kennen, und ein Verfahren gegen Unbekannt. Da läuft sozusagen alles andere rein. Diese Akten sehen wir nicht und wir haben es beantragt, Akteneinsicht darin kriegen wir auch nicht. Die werden auch dem Verfahren nicht beigezogen. Das heißt, es findet eine gewisse Vorsortierung statt, die wir nicht überprüfen können. Und dann sagt der Generalbundesanwalt, ja, Leute, wir sind doch Freunde, ja? Wir klären das, ihr könnt uns vertrauen, das, was da drin steht, hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun und das sind berechtigte Belange Dritter, nämlich der Nazis, gegen die da ermittelt wird, deswegen könnt ihr diese Akten nicht sehen. Das ist im Hinblick auf die 11-jährigen sozusagen Ermittlungen auch im Hinblick auf unsere Mandanten, das ist eine Frechheit, muss ich einfach mal sagen. Ja. Es ist schlichtweg so, alle Daten, die unsere Mandanten betreffen, die ganzen Umfeldermittlungen, bis in die dritte Generation hinein, die befinden sich ja in unseren Akten. Ja? Also die sieht ja jeder, auch jeder Verteidiger. Und wir dürfen diese Akten nicht sehen, weil Persönlichkeitsrechte von Nazis betroffen sind oder von Verfassungsschutzmitarbeitern. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Punkt, diese Akteneinsichtsgeschichten. Es besteht auch sozusagen überhaupt keine Empathie dafür, dass unsere Mandanten den staatlichen Ermittlungsbehörden schlichtweg nicht trauen. Uns aber schon. Das heißt, wenn in diesen Akten doch nichts drinsteht für das Verfahren, warum können wir die nicht sehen? Warum können wir sie nicht auswerten? Warum können wir das nicht unseren Mandanten, den Angehörigen der Getöteten, den Verletzten erklären? Also das ist unklar. Zeigt sich aber noch an vielen anderen Stellen. Es ist so, wir vernehmen sogenannte Strukturzeugen. Das sind also in der Regel angeblich ehemalige oder auch noch bekennende Neonazis aus dem Umfeld der Angeklagten. Wir werden von denen regelmäßig angelogen vor Gericht, und zwar ganz offensichtlich. Es wäre in jedem Verfahren, wo Linke auf der Anklagebank sitzen, so, dass der Generalbundesanwalt wahrscheinlich im Kreis springen würde und Anzeigen aufnehmen würde wegen Falschaussage und die Leute beantragen würde, in Beugehaft zu nehmen. Das passiert nicht. Ganz im Gegenteil, es wird sozusagen beschwiegen und am Ende kommt der nächste Zeuge und fühlt sich darin bestätigt, das Gleiche zu tun. Das kann es auch nicht sein. Das sind so viele Punkte. Wir hatten auch noch einen Punkt vielleicht zum Verfassungsschutz, einen Zeugen Benjamin G. vor Ort, ehemaliger V-Mann in Hessen, geführt von Andreas T., der im Kasseler Internetcafé von Herrn Josgat anwesend war, im Zeitraum, in dem er erschossen wurde. Benjamin G. ist aus der Nazi-Szene. Benjamin G. hat auch Bezüge zu Dortmund, also dem Tatort, an dem er mit Kubaschik erschossen wurde. War also ein wichtiger Zeuge für uns, kam mit einem Zeugenbeistand. Und diesen Zeugenbeistand, das war eine sehr interessante Geschichte, den hat er sich nicht ausgesucht, sondern es kamen 2 Mitarbeiter vom Verfassungsschutz oder MAD, das wusste er nicht mehr genau, vorbei an seiner Arbeitsstelle. Die haben gesagt, du kriegst in 10 Tagen eine Vorladung vom BKA, das wissen wir jetzt schon. Das geht um NSU-Verfahren. Du triffst heute Nachmittag deinen Anwalt im Park, den haben wir schon ausgesucht und bezahlt, den erkennst du im Anzug. Und dann hat er sich, das hat er uns auch so geschildert, mit dem getroffen. Und dann war dieser Anwalt vor Ort und flüsterte ihm also immer wieder ins Ohr, wo er dann darauf antworten sollte und wo nicht. Bis wir irgendwann mal gefragt haben, wem ist eigentlich dieser Anwalt verpflichtet? Dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz oder seinem Mandanten? Und die Generalbundesanwaltschaft hat also völlig klar gesagt hier, das tut überhaupt nichts zur Sache, wer den beauftragt hat, wer den bezahlt hat, der muss hier diesen Zeugen vertreten. Und letztlich hat er doch die gleichen Interessen wie der Zeuge, wenn es darum geht, Geheimnisse für sich zu behalten. So, also das ist die Situation, in der wir in diesem Prozess leben, die weit davon entfernt ist, da effektiv Aufklärung zu betreiben. Und ich frage mich, ob wir dieses Problem gelöst kriegen, sicherlich nur dann, wenn es auch politische Einflussnahme auf den Generalbundesanwalt, der ja immerhin eine Bundesbehörde gibt, die ja Ermessensspielräume hat. Also es ist ja nicht so, dass wir von denen verlangen würden, gegen die SDPO zu verstoßen, sondern es gibt eben Spielräume und diese Spielräume werden sehr restriktiv gegenüber uns ausgelegt und das kann eigentlich nicht mit dem Versprechen der Bundeskanzlerin, was gerade schon benannt wurde, in Einklang gebracht werden. Soweit vielleicht zum Stand aus dem Prozess. Noch einen Punkt vielleicht ergänzend zu eben, was wir sozusagen auf Bundesebene gefordert haben. Am letzten Montag auch im Rahmen einer Pressekonferenz ist die Einsetzung einer Enquete-Kommission. Aus unserer Sicht ist ein ganz zentrales Problem der institutionelle und strukturelle Rassismus. Da sind wir ja mit dem Sondervotum der Linken völlig d'accord. Das kann allerdings dann auch durch die Forderungen, die in dem Abschlussbericht benannt werden, diese 47 oder jetzt 50 nicht gelöst werden. Also weil es war ja auch nicht Teil der gemeinsamen Feststellung.
Insofern können sich auch die Lösungen darauf nicht beziehen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um eben auf einer gesellschaftlichen Ebene dieses Problem anzugehen und ähnlich wie bei der Macpherson-Kommission in England dann vielleicht auch Ergebnisse mit wissenschaftlicher Begleitung hinzukriegen, die tatsächlich das Problem angehen. Kannst du vielleicht noch in zwei Sätzen erklären, was eine Enquete-Kommission ist? Also eine Enquete-Kommission wird vom Bundestag eingesetzt, vielleicht kann das Petra Pau auch noch mal besser erklären, ist aber eine Kommission, die genauso wie ein Untersuchungsausschuss am Ende eine Empfehlung gibt, nicht mehr und nicht weniger, allerdings nicht wie ein Untersuchungsausschuss prozessuale, strafprozessuale Rechte hat. Also die können keine Zeugen zwangsvorladen etc. Und eine Enquete-Kommission ist nach meinem Verständnis immer etwas, was sich über mehrere Ausschüsse hinweg mit dem Thema beschäftigt. Also das Thema institutioneller Rassismus kann man schwer allein bei Innen, Justiz oder Familie oder weiß ich wo angliedern. Das ist ein Problem, was tatsächlich alle Bereiche umfasst. Deswegen wäre auch eine Enquete-Kommission aus unserer Sicht das richtige Mittel. Wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf. Also ich sage ja immer, wenn Innenpolitik oder Justiz zuständig wären, ist es zu spät. Weil da geht es dann ja tatsächlich entweder um Strafverfolgung, um entsprechende Restriktionen und so weiter. Insofern ist ja richtig, ist ein Querschnittsthema. Die schlechte Nachricht, bei den Mehrheitsverhältnissen, wie sie im Moment im Deutschen Bundestag existieren, könnte die Opposition allein nicht eine solche übergreifende Kommission, die sich dadurch auszeichnet, dass sowohl Abgeordnete aller Fraktionen in ihr tätig sind, als auch externe Expertinnen und Experten. Und damit meine ich nicht nur, ohne Ihnen zu nahe zu treten, Juristinnen und Juristen oder Polizisten, sondern da meine ich genauso die türkische Gemeinde Deutschlands, Initiativen, die sich im Alltag für Demokratie und Bürgerrechte engagieren und gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, dass diese zusammenkommen, ein Problem analysieren. Da könnte das Ergebnis des Untersuchungsausschusses ein Stückchen Vorarbeit sein, plus das, was die Zivilgesellschaft dazu beizutragen hat und natürlich die Nebenkläger. Und dann, auch jenseits vom Untersuchungsausschussrecht, dann Schlussfolgerungen für gesellschaftliche Veränderungen oder zum Anstoßen von Veränderungsprozessen formulieren und damit auch breiter getragen sein, weil es eben nicht bloß im parlamentarischen und parteinahen Raum ist. Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen könnte die Opposition so etwas gar nicht beantragen, schon noch, aber nicht alleine erzwingen. Es bräuchte also einen Konsens. Dazu, glaube ich, muss noch viel mehr gesellschaftlicher Druck auf die Parlamente, damit meine ich die Länder, wie den Bund aufgemacht werden, dass wir dazu kommen. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. Insgesamt halte ich das für durchaus sinnvoll, sich da übergreifend dieser Sache anzunehmen. Aber also ein Satz noch zu den Mehrheitsverhältnissen. Ja, ja klar, das wissen wir, dass selbst wenn die Grünen da mitmachen würden, das wahrscheinlich nicht reichen würde. Was allerdings erstaunlich war für mich, war im Abschlussbericht ist in der Untersuchungsausschuss die einzige weitere Partei neben der Linken, die das Problem institutioneller Rassismus bezeichnet hat, war die SPD. Und ich finde, da kommen sie ja jetzt schlecht von weg, wenn man sagt, wir wollen eine Enquete-Kommission gegen institutionellen Rassismus. Und mit denen dürfte es ja wohl reichen, oder? Ja, da gibt es sowas wie Koalitionsdisziplin. Deswegen mein Appell an Sie hier alle, aber natürlich auch an die Nebenkläger und die Öffentlichkeit, die sie herstellen können, auf alle Parteien im Bundestag den Druck aufzumachen und diejenigen, die es schon mal in den Mund genommen haben, natürlich zu ermutigen, nicht hinter das, was da schon mal stand, zurückzugehen. Ne? Genau. Und jetzt tatsächlich wurde es schon mehrfach angesprochen, würde uns natürlich interessieren, neben dem Strang Untersuchungsausschüsse, parlamentarische Aufklärung und juristische Aufarbeitung, so schlecht sie auch möglich sein mag, wie ist die gesellschaftliche Aufarbeitung? Oder kommt das, was im Parlament und in München im Gerichtssaal sozusagen passiert, tatsächlich auch in der Gesellschaft und vielleicht auch bei Betroffenen, bei migrantischen Zusammenhängen an? Das glaube ich nicht. Also das erzwingt ja ein bestimmtes politisches Interesse. Und ich glaube, ich gehe jetzt von der Kolbstraße aus, gibt es dort Menschen, wie auch in jeder kulturellen Gesellschaft, Leute, die politisch aktiv sind und sich interessieren und Leute, die abschließen möchten, die einfach nichts mehr damit zu tun haben möchten und Leute, die es einfach nicht interessiert, weil sie nicht direkt betroffen sind. Also das gibt es auch. Also es wäre eine ganz große Lüge zu sagen, alle interessieren sich auch auf der Kolbstraße und sind total interessiert, was passiert. Das war so nach der Aufdeckung, was los ist. Aber
so richtig ankommt, tut es nicht. Ich meine, ich bin jetzt politisch aktiv und ich höre Sachen hier zum ersten Mal, wo ich selber mit den Ohren schlacke. Ich muss auch sagen, wegen dieser Anwohnerschaft zur Kolbstraße, zwar war ich Anwohner der Kolbstraße, aber während dem Bombenanschlag habe ich gearbeitet und es war eher so die erste mediale Aufnahme von mir. Deswegen ist es was ganz anderes, als zum Zeitpunkt, als die Bombe hochgegangen ist, dort zu sein oder den Knall gehört zu haben oder wie alles gescheppert hat. Leider vergessen wir auch, dass es den ersten Bombenanschlag in Köln gegeben hat. Genau, nämlich in einem Kiosk. Und zudem hatte ich einen viel engeren Bezug, nämlich in der Hinsicht, dass unser Studio und Büro genau über diesem Kiosk war und ich morgens dorthin gekommen bin und die Herrschaften, also ich dachte, es wäre ein Einbruch, aber dann habe ich die Herrschaften in Weiß gesehen und dachte, oh, das war was passiert. Schlimmeres. Bin dann durch die Tür, habe mir die Beamten angeguckt, bin hochgegangen und es hat nicht 10 Minuten gedauert. Da hat die Tür, hat jemand an der Tür geklopft, hat mich von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, ich habe hier so einen natürlichen Sensor und weiß, wer dann vor mir steht. Und hat mich gefragt, haben Sie hier einen Perser gesehen? Man muss dazu sagen, der Kioskbesitzer war Perser und ich habe ihn gefragt, meinen Sie einen Teppich oder einen Menschen? Und dann meinte er zu mir, das ist witzig, hier gab es eine Straftat, meinte ich, aber Ihre Frage ist rassistisch und wenn Sie jetzt nochmal eine Frage stellen möchten, dann laden Sie mich bitte ein. Aber hier werde ich jetzt nicht mehr mit Ihnen reden. Und dieses, also für mich ist das Unwort seit den letzten 4 Jahren Ermittlungspanne. Wir haben nämlich als Dostuk, also Kino der Freundschaft, Kinoreihen auf der Kolbstraße organisiert, wo wir dann Leute, die zum Zeitpunkt auf der Kolbstraße gearbeitet haben oder waren, ihre Erlebnisse mitgeteilt haben. Zum ersten Mal ist jemand dahingegangen und hat gesagt, erzählt ihr doch mal, was passiert ist. Und wenn, das sind jetzt nur ein paar Einschnitte, 3 Tage nach dem Bombenanschlag jemand zu einem Konditor geht und sagt, sag mal, was glaubst du, wer das war? Und er sagt, ist doch klar, das waren Nazis. Hier auf der Kolbstraße, wenn das ein Inner-Community-Ding wäre, würde keiner eine Nagelbombe hochgehen lassen, weil die ganze Familienmitglieder, alle, das ist ja auf dieser Kolbstraße, egal in Köln, jeder ist in der Woche einmal auf dieser Straße und kauft Brot, isst dort. Und dann hat sich einer der Polizisten, das waren Zivilpolizisten, hat ihn dann mitgenommen mit seinen Kollegen in die hintere Ecke des, seines Ladens und hat gesagt, das will ich von dir nie wieder hören. Und dann hat er gesagt, ab dem Zeitpunkt habe ich geschwiegen. Weil der, der mich schützen soll und dem ich mich öffnen soll, hat mir gerade verboten, die Wahrheit zu sagen. Und das zieht sich wie so ein roter Faden und es kann nicht mit Ermittlungspanne. Und ich weiß auch, dass unsere türkische Community sehr stark Verschwörungstheorie-affin ist und das sofort aufnimmt. Aber wenn ich dann sowas höre, dass mit Anwälten und auch die ganzen Geschichten, dass Leute zum Schweigen gebracht werden, auch wissentlich, dann verstehe ich die. Ja, also es kann eben nicht jeder das so reflektieren wie Leute, die politisch aktiv sind. Und wenn die das hören, dann verstehe ich die und dann ist Ruhe. Also darum sagen viele, wir wurden nicht angefeindet, aber schon angefahren, auch von Freunden, mit denen ich Fußball gespielt habe. Ey, Kuttlo, es reicht, Mann. Es reicht einfach. Wir wollen nicht mehr, dass darüber gesprochen wird. Weil im Endeffekt sind wir wieder die Schuldigen. Es wird immer so gedreht, als ob wir irgendwas doch was damit zu tun. Und das ist auch ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass Rassismus aus der Mitte kommt, weil ganz viele auch in Köln, in der ach so toleranten Stadt, sagen, ja, vielleicht waren sie es ja doch. Vielleicht haben sie ja doch was damit zu tun gehabt. Vielleicht haben sie zusammen da doch zusammengearbeitet. Oder die 3 sind nur die Bauernopfer. Also so ist im Moment der Stand. Und über die Ermittlungen, da braucht man nicht zu reden, da gab es Fragen, darüber kann man nur lachen. Also eigentlich, wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man drüber lachen, weil es wirklich eine Farce ist. Haben sie ein Fahrrad? Ja, dann sind sie verdächtigt. Also so wurde ermittelt. Aber verbindest du Hoffnung sozusagen mit den Prozessen, die jetzt im Bundestag laufen, mit dem Prozess? Das wäre noch die Frage. Oder gibt es Menschen, die sozusagen da noch Hoffnung dran knüpfen, mit denen du zu tun hast? Ich meine, Hoffnung, natürlich gibt es immer. Also das wäre ja auch jetzt falsch zu verteufeln. Alles ist schlecht und es gibt Anwälte, die sich noch mehr
entschuldige jetzt den Begriff, den Arsch aufreißen, als wir es tun oder Politiker, die sich auch einsetzen. Also es ist ja auch, wenn sie, dann heißt es immer, ja, die verdienen ja Geld. Man muss mal locker bleiben. Es gibt auch andere, die auch Geld verdienen, aber nicht so aktiv sind. Und natürlich macht das noch Hoffnung, aber mir fehlt im Moment die Illusion, mich meiner Hoffnung hinzugeben. Also ich schaue mir das an, weil es ist ja nicht nur der NSU. Wenn wir uns Solingen angucken, wenn wir uns Mölln angucken, wenn wir Lübeck angucken, danach ist auch nicht mehr viel passiert. Und wenn in den Akten steht, korrigiere mich, das ist auch nicht der genaue Wortlaut, in der deutschen Kultur ist es nicht üblich, Menschen umzubringen, also können es nur die Migranten selber gewesen sein, dann brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen, ob ich Hoffnung haben soll oder nicht. Natürlich hoffe ich, dass mit Hilfe politisch aktiver Menschen ein bisschen die Wahrheit ans Licht kommt, aber dass wir es total aufdecken und alle glücklich, das glaube ich nicht. Glaube ich leider überhaupt nicht. Daran anknüpfend an dich bzw. an alle drei auf dem Podium die Frage, was wäre denn sozusagen notwendig? Was sind für Konsequenzen aus dem NSU zu ziehen? Auch möglicherweise neben den Punkten, die gerade schon vorgestellt wurden, was für eine Perspektive, was kann eine linke Perspektive sein? Was ist für eine gesellschaftliche Aufarbeitung notwendig? Also was sind da so ein paar Ansatzpunkte? Ich würde es gar nicht, ich würde es ganz auf eine menschliche Ebene runterbrechen. Ich glaube, dass wir alle noch sehr viel zu lernen haben. Ich meine, wenn, das ist ja so, und das sage ich auch immer wieder, man hat ja immer danach das Bild geschaffen, die Kolbstraße war so eine wundervolle Straße, alle haben in Frieden zusammengelebt, und dann kamen diese Bombenanschläge. Es war schon ein bisschen anders, denn als es dann hieß, es kann Schutzgeld sein, da haben alle gesagt, nein. Was dann passierte, es wurde auf die innerpolitische Ebene gezogen in der Türkei und es könnte aber auch die PKK sein. Und schon hatte man 10-20% der Bewohner auf der Kolbstraße, ja, die könnten das machen, die sind grausam genug. Und dann waren nochmal die Aleviten mit drin und dann waren die Rechten mit drin. Also ich glaube, jetzt mal von Deutsch, Türkisch oder irgendwas abzusehen, wenn wir alle mal ein bisschen die Augen aufmachen würden und dazulernen würden, ja, dass man... ja, dass es zu einfach wäre, Feindbilder, dass es zu einfach ist, Feindbilder zu schaffen, dass Feindbilder einfach auch das nähren und wir endlich mal nicht nach unten treten würden. Weil wir haben auch in unseren Interviews, der sagt, ah, das waren Nazis, das war schlimm, aber die Sinti und die Roma, die sind genauso schlimm. Ja, und wenn wir, und das haben wir in den Interviews mitbekommen und das müssen wir erstmal lernen. Also zusammen zu leben, hört sich jetzt also pathosmäßig und pathetisch an, aber es wäre echt einfach. Eigentlich wäre es einfach. Naja, so einfach auch nicht, aber also erstens, ein Wort habe ich aus meinem Wortschatz in diesem Zusammenhang vollkommen gestrichen, nämlich das Wort Panne. Ich kann es nicht mehr hören, weder in Bezug auf das, was jetzt im Umfeld NSU läuft, aber auch mit Blick auf aktuelle Sachen. Und ich habe mal drei Sachen mitgebracht, die mich wirklich richtig wütend machen. Deswegen habe ich sie vergangene Woche auch nochmal eingestellt, weil es ist ja mal die Frage, was haben wir gelernt? Und wie geht die Gesellschaft damit um? Wo ist eigentlich die Sondersendung zu den Vorfällen, die jetzt in der Gegenwart ist? Also wir kriegen Sondersendungen, wenn Schumi von seinen Skiern stürzt, alles tragisch genug, oder wenn der ADAC schwindelt. Aber wenn tatsächlich Menschen tagtäglich der tödlichen Gefahr von Rechtsextremisten, von Rassisten ausgesetzt sind, da kriegen wir keine Sondersendung. Wir haben Anfang dieses Monats in Thüringen einen Überfall gehabt. Ein Dutzend Nazis haben eine Kirmesfeier überfallen. Alle waren stadtbekannt. Es hieß, Zitat, im Stil eines SA-Rollkommandos. Der rechtsextreme Hintergrund lag regelrecht auf der Hand. Trotzdem haben Polizei und Staatsanwaltschaft erstmal 2 Wochen lang keinerlei Anhaltspunkte für ein rechtsextremes, rassistisches, wie auch immer geartetes Motiv erkennen können. Geschweige denn vielleicht mal Beweise gesichert, indem erstmal bei den dort Festgestellten Hausdurchsuchungen stattfinden und gegebenenfalls entsprechendes Material, welches die ideologische Einstellung nochmal untermauert, sichergestellt wird. Erst später, nach öffentlicher Intervention, zog dann eine Spezialeinheit andere Schlüsse, war aber schon vieles weg. Zweites Beispiel, Anfang letzter Woche hat es in Sachsen-Anhalt einen Prozess begonnen. Es ging darum, dass gewalttätige Nazis 2013 in Bernburg einen Imbiss überfallen haben, den Betreiber rassistisch beschimpft, halb totgeschlagen. Die Täter sind Wiederholungstäter, einschlägig vorbestraft, landesweit einschlägig bekannt. Trotzdem tut sich die Justiz schwer, nur
in diese Richtung zu ermitteln und so etwas in den Raum zu stellen. Drittes Beispiel aus dem vergangenen Sommer, manch einer erinnert sich vielleicht noch, dort wurde ein junger Mann, der seine Wurzeln in Kasachstan hat, Spätaussiedler, von bekannten Thüringer Neonazis zu Tode geprügelt. Ich war in der Zeit gerade dort in der Nähe im Urlaub, habe also die lokalen Medien wahrgenommen. Bundesweit spielte das nach der ersten Meldung überhaupt keine Rolle mehr, aber dort lokal, rechtsextremer Hintergrund ist auszuschließen. Wie gesagt, bekannte Thüringer Neonazis, die diese Tat begangen haben. So, und solange sich hier nicht etwas ändert, und damit meine ich nicht nur Polizei und Justiz, das habe ich jetzt, glaube ich, hinreichend beschrieben, da meine ich die Medien in der Widerspiegelung, im Nachfragen, meine ich aber auch jeden von uns, ganz egal, ob nun in einem politischen Amt oder vor Ort der Bürgermeister, der Geistliche oder auch am örtlichen Stammtisch, genau diese Fragen in den Raum stellt. Solange kommen wir nicht zu dem Zustand, den mein Nachbar gerade beschrieben hat, dass wir uns eigentlich um die Gesellschaft, in der wir leben wollen, kümmern. Ich glaube, das ist, umschreibt eigentlich das große gesellschaftliche Problem, was wir jenseits von NSU haben. Und wir müssen uns auch klar machen, das ist nicht die einmalige Ausnahme in einer ansonsten heilen Bundesrepublik. Täglich gibt es im statistischen Schnitt 2 bis 3 rechtsextrem motivierte Gewalttaten in der Bundesrepublik. Das sind nur die offiziellen Zahlen, die von Polizei oder Justiz registriert werden, mit all diesen Fehlern, die ich eben hier schon genannt habe. Wir haben gerade eine Antwort auf eine Frage an die Bundesregierung bekommen, wie es denn eigentlich aussieht mit Neonazis und Waffen und ihrer Bereitschaft, Waffen einzusetzen. Wir erinnern uns, und das findet sich auch in all den beschriebenen Akten, es hieß in den ganzen Jahren, als NSU unterwegs war, ja, die haben zwar Waffen in der Szene, sie haben eine gewisse Affinität zu Waffen, aber es gibt keine rechtsterroristische Gefahr. Nach den offiziellen Zahlen, die die Bundesregierung gerade meiner Fraktion zur Verfügung gestellt hat, gibt es im statistischen Schnitt jeden zweiten Tag eine Bedrohung mit Waffen oder den Einsatz von Waffen durch Rechtsextreme gegen andere Menschen in dieser Gesellschaft. Das mag das große Problem, welches wir gemeinsam haben, umschreiben. Und deswegen sage ich, wir brauchen neben der justiziellen Aufarbeitung, neben der weiteren politischen Aufarbeitung, zum Beispiel auch in Untersuchungsausschüssen in den betroffenen Bundesländern. Es ist überhaupt nicht begreiflich, warum es nur in Sachsen und Thüringen und damals noch in Bayern einen Untersuchungsausschuss gab oder noch gibt. Warum nicht in Baden-Württemberg, der Mord an Michelle Kiesewetter, wo übrigens die Sinti und Roma pauschal rassistisch verunglimpft wurden, ins Blickfeld der Ermittler gerieten. Warum nicht in Hessen, wo besagter Herr T. unterwegs war vom Verfassungsschutz. Warum nicht in Hamburg? Und warum, sage ich auch ganz deutlich als Politikerin der Linken, warum hat sich nicht auch der Landtag in Brandenburg, wo auch die Linke mitregiert, noch einmal dem NSU-Komplex mit geeigneten Formen, ob nun im Innenausschuss, im Untersuchungsausschuss, im Rechtsausschuss, zugewandt? Das ist etwas, das habe ich letzte Woche auch im Bundestag gesagt. Ich habe immer erwartet, dass Innenminister mauern, dass Verfassungsschutzchefs mauern oder das BKA und was weiß ich, aber dass Parlamentarier kneifen, was die Aufarbeitung dieser Dinge betrifft, auch mit Blick auf Gegenwart und Zukunft. Das ist eine der bittersten Erkenntnisse. So, und da werde ich nicht resignieren, sage ich auch gleich, sondern da werden sowohl die eigenen Leute als auch die Parlamentarier der anderen Fraktionen auch über den Bundestag hinaus sich weiter darauf einrichten müssen, auch für die nächsten Monate und Jahre, dass ich nicht nur nachfrage, sondern auch öffentlich weiter an Aufklärung arbeite oder diese fordere. Der erfreuliche Befund, das war am letzten Donnerstag, beginnt vom Redner der Unionsfraktion, Clemens Binninger, bis zu uns eine gemeinsame Forderung an die Landesparlamentarier. Nun wollen wir mal schauen, ob wir da noch ein Stückchen vorwärts kommen. Die Frage war, kriegen wir es irgendwie hin, das zu ändern? Ich schwanke da so ein bisschen. Also nochmal kurz an das Anknüpfen, die Geschichte in Bernburg, die jetzt relativ aktuell passiert ist. Es waren tatsächlich 9 bekannte Neonazis, einer auch, der
in Pömmelte einen 12-jährigen schwarzen Deutschen fast zu Tode gequält hatte über mehrere Stunden. Die Staatsanwaltschaft hat am Ende vermerkt, sind 9 Rechtsradikale nach Aktenlage vorbestrafte Gewalttäter, aber ein rassistisches Motiv könne nicht mit hinreichender Sicherheit angenommen werden, weil die zuerst Angegriffene sei die Freundin des Ladenbesitzers gewesen, das war ein Dönerimbiss im Bahnhof, und die sei ja Deutsche und sei als Türkenschlampe dann, Zitat, beschimpft worden, aber weil die ja Deutsche sei, könne man eigentlich ein rassistisches Tatmotiv nicht annehmen. Also so absurd ist das. Das könnte ich noch, also die letzten Jahre hinweg fortführen. Ich habe noch kein Verfahren erlebt, wo das mal glatt gelaufen ist. Auch hier in Leipzig, ja, an den Fall Kamal K., war es so, dass die Staatsanwaltschaft vollendeten Totschlag angeklagt hatte und gesagt hatte, kein neonazistisches Motiv nachweisbar. Und nur weil wir entsprechend Anträge bei Gericht gestellt haben und darauf gedrungen haben, ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass das Landgericht Leipzig immerhin dann gesagt hat, nee, das ist ein ganz klar neonazistisches Motiv, das ist ein rassistisches Motiv. Und es muss einfach auch nicht so sein, dass ein Neonazi, der einen aus seiner Sicht verfeindeten Migranten angreift, dazu auch noch schreit, ich bringe dich des und deshalb um. Also das braucht man dafür nicht. Und wenn man sich anguckt, das will ich auch nochmal sagen, mit welchen Mitteln Staatsanwaltschaft und Polizei auf anderen Ebenen arbeiten. Ich sag mal jetzt, plattes Beispiel, Betäubungsmittelhandel. Wenn wir uns 3 zusammentun und jetzt irgendwie Haschisch aus den Niederlanden hier einführen, können wir damit rechnen, dass wir observiert werden, dass wir abgehört werden, dass monatelang möglicherweise verdeckte Ermittler bei uns eingeschleust werden, etc. pp. Da wird ein Riesenaufwand betrieben. Wenn man mal vergleicht, wie viel Aufwand dann bei diesen Taten, immerhin versuchtes Tötungsdelikt, da sind 2 Beamte vom Staatsschutz für abgestellt worden, 2. Mein Antrag, das an die Generalbundesanwaltschaft abzugeben, was übrigens eine Forderung vom NSU-Untersuchungsausschuss war, abgelehnt, vom Generalbundesanwalt abgelehnt, von der Staatsanwaltschaft Magdeburg abgelehnt, vom Landgericht Magdeburg abgelehnt. Die Staatsanwältinnen, die jetzt in diesem Verfahren sitzen, trauen sich nicht, ihren Namen zu sagen im Prozess, weil sie nicht dafür gerade stehen wollen, dass sie Mist gebaut haben. Das jetzt mal so als Stand der Dinge, das könnte einen desillusionieren. Aber mal andersrum gesehen, dieses Verfahren jetzt in Magdeburg und auch das vorher wegen der Eisleben Wiese, es hat eine große Medienöffentlichkeit erfahren, weil wir versuchen, diese Punkte in die Öffentlichkeit zu bringen, das zu skandalisieren. Und das ist wichtig, weil, ich sage es auch ganz platt, man kann diese Polizeibeamten, man kann diese Staatsanwältin möglicherweise nicht fortbilden, sodass es einmal anders aussieht. Man muss sie schlichtweg an diesen Positionen ersetzen. So, das wäre auch eine ganz klare Forderung. Aber solange es nicht einen öffentlichen Druck dafür gibt, passiert das nicht. Und ich sage mal, wenn wir es schaffen, gemeinsam diesen öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten, was möglicherweise auch eine Folge von so einer Enquete-Kommission sein könnte im Übrigen, ja, dann könnte man wirklich was schaffen. Und das ist ein mühsamer Weg in vielen kleinen Schritten, aber ich glaube, wir sollten den gehen und vielleicht schaffen wir es irgendwann. Also das war, dass das eben die Illusion war, das habe ich extra gesagt, weil ich habe in einer Filmreihe mitgemacht, ich kenne meinen Feind, über den NSU. Und dann haben wir darüber geredet, ja, ich kenne meinen Feind, den Rechtsradikalen. Also ich kann das einschätzen. Nur was institutionell so läuft und systematisch läuft, das kann ich überhaupt nicht irgendwie einschätzen und das macht mir viel, viel mehr Angst. Ich will darauf hinaus, dass wenn Beamte so die Brille aufhaben, Migranten können, töten wir nicht, also sind sie schon mal vom Kopf her schuldig. Wenn Polizeipräsidenten in Hamburg, und das kann ich nicht mit Dummheit erklären, das wäre zu einfach, nach Medien fahren, also zu einem Medium fahren, in den Iran oder nach München und Leute eine Verbindung mit dem Jenseits aufbauen lassen, ja, aber sagen, dass ein Profiler-Bericht nicht ihren Ansprüchen entspricht, dann kann das nicht mit Dummheit, dann ist das der Rassismus in den Institutionen. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel, es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Also seit 1989, ich glaube auch, dass die Wiedervereinigung, so wie sie gelaufen ist, nur so laufen konnte, dass mit dem Anstieg des Rassismus. Das war bei der Wiedervereinigung von den Nordstaaten und den Südstaaten in Amerika damals genauso. Da waren es Tausende, da hat die Lynchierung angefangen. Ja, die Lynchjustiz hat dort angefangen bei der Wiedervereinigung. Und jetzt ist es genauso. Es werden erst die Familienmitglieder beschuldigt.
Das war bei der Familie Arslan so, das war bei der Familie Gensch so, das war in Lübeck so. In Lübeck war es auch so, nochmal auf die Medien drauf zu hauen. Wir wurden angerufen von einer Parteivorsitzenden in Lübeck. Ja, es gab ja nie einen Nazi. Damals waren wir noch drauf und dran, jede Anti-Rechts-Kampagne mitzumachen. Da waren wir auch jünger. Und das waren ja Rechte, kommt ihr zu einem Konzert. Dann kam nur der Verdacht, dass es ein Familienmitglied war, weil er die Hände verbrannt hatte. Dann habe ich einen Anruf bekommen, wir brauchen euch nicht mehr. Und so läuft das in Medien und die ganze Zeit. Ich habe damals aus diversen Gründen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und bin immer wieder dorthin gegangen. Ich wollte die 10.000 Euro für das türkische Militär nicht zahlen. Und deswegen wollte ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich bin immer wieder dahin gegangen. Jetzt habe ich vor 2 Wochen einen Brief bekommen. Und ich bin vom Beruf Lehrkraft und städtischer Mitarbeiter. Und mir wurde gesagt, sie haben sich nicht richtig gekümmert. Also überlegen wir, sie nicht einzubürgern. Daraufhin habe ich meine Einbürgerung zurückgezogen, habe gesagt, aufgrund ihrer Freundlichkeit und Inkompetenz möchte ich den auch nicht mehr. Und es hört einfach tagtäglich nicht auf. Es hört nicht auf. Aber noch schlimmer als die Menschen auf der Straße, denen ich ja sagen würde, die werden geleitet, sind es die, die Institutionen, die es mit uns machen und glauben, es machen zu können. Und nochmal hier Zivilgesellschaft. Ich glaube, es gibt sehr viele aktive Menschen, ja, auf ihre Art und Weise. Das Problem ist aber, wenn ich mir die Blockupy-Demos, die Flora-Demos angucke, Stuttgart 21 gucke, wie diese Menschen gejagt und kriminalisiert werden oder Dresden, ja, die Anti-Nazi-Demos, alle, dann ist ja auch der Wunsch da, dass Leute nicht aktiv werden, dass man einfach stillhält. Und das machen nun mal dann viele. Und das ist der Wunsch, also wenn ich jetzt die Politik sage, dann meine ich natürlich nicht jeden, aber Politik und Institutionen wollen das nicht. Denn eine Masse, die sich die aufbegehrt und ihre Meinung sagt, ist nicht immer im Sinne der Politik. Wie seht ihr das? Gesellschaftlicher Druck hat ja nachgelassen seit November 2011 oder seit ihr auch in euren Bereichen arbeitet zum Thema NSU? Nein. Nicht der gesellschaftliche Druck hat von den Leuten, die schon immer Druck ausgeübt haben, nicht nachgelassen. Nee, ich habe das schon verstanden. Okay. Ich meine, der Druck sozusagen von Menschen, die betroffen sind, die sich antirassistisch, antifaschistisch engagieren. Gibt es genug Druck auf politische Institutionen, die auch eure Forderungen unterstützen? Erstens kann es nicht genug geben. Andererseits bin ich immer sehr froh, wenn es wenigstens Anknüpfungspunkte gibt. Nicht nur, ich sage jetzt mal, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, bei den üblichen Verdächtigen, die viel zu oft als allein zuständig angesehen werden, sich dort zu engagieren. Deswegen finde ich das prima, dass wir zum Beispiel zum Thema Verfassungsschutz offensichtlich eine Schnittstelle auch mit dem Anwaltsverein und mit anderen haben. Und also ich kündige das hier schon an, die Bundestagsfraktion Die Linke und damit auch die Partei Die Linke wird in den nächsten Monaten ihr Konzept oder ihre Antwort auf die Frage, wie könnte es denn gehen, den Verfassungsschutz, der ja mal im Grundgesetz als Institution vorgesehen ist, als Geheimdienst, Nachrichtendienst abzulösen, ihr Konzept in die öffentliche Debatte drängen, wirklich auch einladen, ehrlich einladen, genau dieses Konzept zu debattieren, gegebenenfalls auch zu qualifizieren, um es dann versehen, hoffentlich mit dieser Autorität und diesem öffentlichen Druck, dann in den parlamentarischen Raum einzubringen und da die Auseinandersetzung zu führen. Und ich habe jetzt gerade noch mal 2 nicht so bekannte Schlussfolgerungen, die wir in unserem Minderheitenvotum haben, noch mal rausgesucht, die auf das von Ihnen beschriebene Problem eingehen. Wir fordern ganz oder sagen, wir brauchen endlich eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle als Konsequenz aus den Ermittlungen zur Mordserie, weil Polizeiarbeit muss für Bürgerinnen und Bürger wirklich kritisierbar, hinterfragbar sein. Werbeblock wieder in der Broschüre, die dort draußen liegt, in Deutsch, Türkisch und Griechisch, haben wir das mal versucht zu umreißen, wie diese Beschwerdestelle ausgestattet sein könnte, mit welchen Befugnissen und wie das funktionieren könnte. Und etwas Zweites, um diesem institutionellen Rassismus wirklich mal fundiert auf den Grund zu gehen, wollen wir eine Einstellungsbefragung zum Thema Rassismus und Polizei. Das heißt, wir fordern die Innenministerkonferenz auf, eine Befragung, eine Studie in den Polizeien des Bundes und der Länder in Auftrag zu geben zum Thema Rassismus und Polizei, um die Diskussion
um möglicherweise oder ich sage auch tatsächlich, wie wir auch beim Aufschlagen der Akten sehen können und bei der Betrachtung dieser Dinge, rassistische Vorurteile, Einstellungspotenziale in den Polizeien auf eine sachliche Grundlage einerseits zu stellen, andererseits aber auch möglicherweise notwendige Maßnahmen und Empfehlungen herauszuarbeiten, die dort wirklich an die Wurzel gehen. Weil ich habe es auch im Bundestag gesagt, ich unterstelle doch gar nicht, dass jeder Polizist, der in die Kolbstraße gekommen ist, nach dem Anschlag in die Propsteigasse, nach dem Perser fragte oder sonst ermittelt hat und jeder Staatsanwalt ein Rassist ist. Aber offensichtlich existieren Einstellungsmuster, kollektive Muster, die hervorrufbar, aufrufbar sind, abrufbar sind, die dann dazu führen, dass da so ein Profiler hineinschreibt, die Taten sind von einer solchen Brutalität, dass sie kein Mensch hier aus dem abendländischen Kulturkreis begangen haben kann. Und dann erklärt, wer das dann so sein soll. Oder dass einem Staatsanwalt, den ich als Zeugen im Untersuchungsausschuss vernehme, der im Mordfall Michelle Kiesewetter in Baden-Württemberg die Ermittlungen geleitet hat und auch mit der Polizei die Medienstrategie besprochen hat, auch im Jahre 2012, als ich ihm das vorhielt, keinen Anstoß daran nahm, dass man schon in der Medienstrategie stehen hatte, dass man jetzt veröffentlicht, dass man im Zigeunermilieu ermittelt, was man übrigens dann tatsächlich europaweit gemacht hat, mit Rechtshilfe ersuchen nach Bosnien, nach Serbien, nach Frankreich und ich weiß nicht wo und auch jeden einsitzenden Hühnerdieb der Minderheit noch befragt hat, ob er irgendwas zum Polizistenmord in Heilbronn weiß, obwohl er, ja, aus welchen Gründen auch immer mit der Justiz in Kontakt und Konflikt geraten ist. Das Ganze muss doch Ursachen haben und genau diese Ursachen möchten wir gern fundiert untersucht haben und eben nicht bloß untersucht haben, um hier ein Gesamtbild zu kriegen, so erschreckend es sein mag, sondern um vor allen Dingen dann auch den Boden für Gegenmaßnahmen zu bereiten. Da werden wir dann wahrscheinlich die zitierten Staatsanwältinnen oder auch Staatsanwälte oder Polizisten nicht mehr hinbekommen, auch nicht mit Weiterbildung, Fortbildung und kritischer Begleitung, aber das hat dann vielleicht Auswirkungen auf zukünftige Generationen in diesem Beruf. Ja, vielleicht ein Punkt noch zur Ergänzung, vielleicht auch ganz plastisch. Wir hatten in Dortmund einen Zeugen, der hat sich 3 Wochen in etwa nach dem Mord an Mehmet Kubaschik gemeldet, ein türkischer Ex-Cop, der abgeschoben werden sollte. Und dieser türkische Ex-Cop sagte der Polizei, ich will hier nur helfen. Ich kann euch sagen, ich war mal in der Polizei, in der Türkei in der Polizei, mit PKK hat das überhaupt nichts zu tun. Auch organisierte Kriminalität, das könnt ihr vergessen. Ich glaube, das sind organisierte Rechtsextremisten, die wohnen nicht an den Tatorten, die haben eine militärische Ausbildung, die benutzen eine Waffe mit Schalldämpfer, die wickeln sie sehr wahrscheinlich in eine Plastiktüte ein und die sind mindestens zu zweit und jemand ist im Hintergrund. Das fand ich die genaueste Beschreibung vom NSU ever. Die kommt in keiner operativen Fallanalyse und sonst wo vor. Das hat er einfach so gesagt, weil er einfach das wahrgenommen hat. Übrigens dann mit dem Deckblatt versehen, Hinweis irrelevant, weil alles nur Spekulation. Und in den Spurenakten vergraben, die ich irgendwann in Karlsruhe einsehen konnte. Also die wären noch nicht mal in den Akten aufgetaucht, diese Vernehmung. Das bringt so die Frage vielleicht noch ergänzend auf den Punkt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten eigentlich bei der Polizei? Und wie viel in welchen Positionen vor allen Dingen, in leitenden Positionen? Also ich kenne eigentlich keinen. Wie viele sind Staatsanwälte? Wie viele sind Richter? Ja? Soll das so bleiben? Vielleicht auch mal die Frage, wie viele Linke arbeiten eigentlich bei der Polizei? Ja? Also ja, jetzt mal, ja. Hallo? Nicht ja, nur also, ich finde, die Frage muss man sich kritisch stellen. Ja? Also hätten wir Bock, zur Polizei zu gehen? Ich glaube nicht. Ja? Na, immerhin sitzt hier ein GdP-Mitglied auf dem Podium. Okay. Ja, nein, nur in meiner Gewerkschaft auch diese Diskussion. Ja? Also das will ich nur noch mal ergänzen, vielleicht so kritisch anmerken, also das auch ein Punkt vielleicht an Selbstkritik ist. Wie kriegt man da mehr hin? Aber die eigentliche Frage wäre, war ja, gibt es noch genug Aufmerksamkeit, gibt es genug Druck? Und ich merke, wie das abnimmt. Und je mehr es abnimmt, desto mehr traut sich der Generalbundesanwalt, uns die Türen zu versperren. Das kann man ziemlich gut belegen und ist auch ziemlich eindrucksvoll.
Und ich hoffe ja, dass es weiter ansteigt. Wir tun jedenfalls alles dafür und dafür brauchen wir nicht nur euch auf dem Podium, sondern auch euch alle mit eurem Engagement und vor allen Dingen mit Forderungen. Wir brauchen die Öffentlichkeit, wir brauchen auch die Medien dafür. Die sind uns nämlich auch, muss ich was sagen, den Opfern des NSU war schuldig. Die haben nämlich über 11 Jahre auch von Dönermorden gesprochen, sodass da kann Druck erzeugt werden. Und immerhin, jetzt mal in Magdeburg weitergedacht, das Gericht hat jedenfalls den Hinweis gegeben, dass sie untersuchen wollen, ob es ein rassistisches Tatmotiv gibt oder dass in dem Fall auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Betracht kommt. Also das hat der Druck ja schon bewirkt. Und man kann an vielen Stellen schrauben, man braucht aber diesen Druck und wenn der abnimmt, wird es untergehen. Also mir macht auch diese Ruhe einfach Angst. Also es ist ruhig, also sowohl unter den Immigranten als auch unter vielen Linken ist es sehr ruhig geworden, obwohl es so ein himmeljauchzender Skandal ist, was da 11 Jahre passiert ist, gab es so einen Peak, es hat jeder drüber gesprochen und das ist ja auch die Masche. 2-3 Wochen richtig reinklopfen, das ist passiert, bis die Leute sagen, boah, jetzt ist aber auch gut. Ja? Wir haben andere Probleme. Haben wir nicht, weil dadurch, dass wir das vergessen, ist es möglich, was bei Uri Diallo passiert. Mhm. Wenn wir das vergessen, ist es möglich, dass es immer weitergeht und dass sie weitermachen, dass die Behörden sich auch nicht ändern werden. Also mein Neffe, der wirklich, man sieht ihm nicht an, dass er, dass die Eltern aus der Türkei, nicht mal die Eltern, dass der Opa aus der Türkei kommt, weil die Eltern sind auch hier geboren. Und er ist gestern zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, wir wurden irgendwie angegriffen auf der Straße. Und dann meinte er, was habt ihr denn gemacht, ihr Schwarzköpfe, Originalton. Und also wie, ja, also man hat natürlich den Traum und das merkt man ja auch allein durch unsere Musik, durch die Aktivitäten, wo wir hinfahren und so weiter, dass man wirklich dafür kämpfen will und dann auf den Demos so viele Leute sieht und sagt, okay, es ist schon, man ist nicht allein und es gibt Leute, die kämpfen, aber manchmal ist es auch echt, man resigniert irgendwann, man hat echt die Schnauze voll, wirklich, man hat einfach die Schnauze voll und ich verstehe, und das sage ich jetzt auch als Lehrer, wenn meine Jugendlichen, also ich habe ganz viele Jugendliche, also der Migrationsanteil an meiner Schule ist bei 92%. Und die sagen, ach guck mal, was bringt denn euch das? Also sie wissen, was bringt denn euch das, dass ihr auf die Demos geht und so? Trotzdem machen die weiter. Also hauen wir auf die Fresse. So läuft das. Und das ist der Umkehrschluss. Also das ist der Umkehrschluss, weil nicht jeder kann sich argumentativ mit der Sache aussetzen oder politisch aktiv damit mit der Sache auseinandersetzen. Das war überhaupt keine Entschuldigung für das, was Sie machen. Aber wenn ich schon manchmal denke, Alter, es kotzt einen an, wirklich. Also es kann doch nicht so weitergehen. Dann verstehe ich, warum mein 16-jähriger Schüler, der hier in Deutschland geboren ist, für den es auch nie gibt, ja egal welche, aus welchem Kulturkreis, mag er jetzt Serbe, Kroate, Bosnier, Türke, Italiener sein, für den gibt es nicht diese Geschichte von den Eltern erzählt, irgendwann fahren wir in die Heimat zurück, weil die sagen, Deutschland ist unsere Heimat. Ja, wir haben immer noch gesagt, ja okay, wir sind ja nicht ganz hier zu Hause, klar zu Hause sind wir, aber unsere Heimat ist es nicht, wir können immer wieder zurück. Nein, die können nicht zurück. Und dann werden die, obwohl sie sagen, das, was von ihnen ja jahrelang verlangt wurde, integriert euch doch, seid doch, fühlt euch doch als Deutsche. Und dann fühlen sie sich als Deutsche und werden immer in den Arsch getreten, vor allem von Behörden. Ja, dann, das macht aggressiv. Also überhaupt keine Entschuldigung für das, was sie dann manchmal machen. Ja, aber es ist nachvollziehbar. Dann kann ich natürlich argumentieren, es gibt auch genug, die es nicht machen. Aber die Möglichkeit, es nicht zu machen, wird immer geringer, weil sie in Förderschulen, in Hauptschulen gesteckt werden, obwohl sie nicht da reinstecken und diese Bildung gar nicht da ist. Also es ist so, diese Systematik dreht sich ja immer weiter und vertieft sich ja immer mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und dann kommen wir wieder zur Illusion. Es wird echt schwer, das aufzubrechen. Fast unmöglich. Also das ist mein Statement. Fast unmöglich. Also das meine ich ganz ernst. Also wenn sich nicht grundlegend was ändert. Klar gibt es eine Sevim Dadel und das heißt Polizisten, also es gibt ja türkische Polizisten, ich glaube in Köln 3 Polizisten. Ja, was habe ich denn davon, dass sie Türken sind? Mir ist es scheißegal, ob der ein Türk ist oder nicht. Mir geht es darum, dass er ein korrekter Polizist ist. Ja? Dass er mich so behandelt, wie ich behandelt werden möchte. Und da ist mir ehrlich erstmal egal, ob es ein Türke ist, ob es ein Italiener oder Deutscher ist. Ja? Und auch mit dieser Sache, glauben wir, in der Hinsicht habe ich weniger Illusionen, denn dann kommen wir dahin. Zumindest bei meinen Eltern war das sehr oft so. Dann kam ein türkischer Polizist oder Anwalt. Woher kommt der denn aus der Türkei?
Ja, das ist dann da wieder allerdings ein Unterschied. Und das ist das Problem gerade in der, generell in jeder Gesellschaft. Und mir ist ehrlich gesagt, was habe ich davon? Doch, Richter, ich glaube Richter, also da bin ich d'accord mit dir, ich glaube, Entschuldigung, da höre ich auch auf. Richter, wenn wir mehr migrantische Richter hätten, ja, wäre es vielleicht anders, weil die Richter, die jetzt alle da sind, die haben eine gewisse Familientradition, viele. Ich, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, also ich wollte nur darauf abzielen, dass im Grunde genommen alle Familien an allen Tatorten und auch die Opfer von den Bombenanschlägen darauf hingewiesen haben, dass es Neonazis sein könnten. So, das aber nicht ernst genommen wurde. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, deswegen auch das Beispiel von diesem türkischen Ex-Cop, dass es jemand anders gesehen hätte, ja, wäre es bei der Polizei gewesen. Und außerdem finde ich so, die Frage, wie hoch ist eigentlich die Quote von Ku Klux Klan-Mitgliedern im Vergleich zur Migrationsquote bei Polizei, durchaus eine, die man stellen kann und sollte, ja. Also insofern bitte nicht falsch verstehen. Ich habe das, ich verstehe, wir fordern das ja auch, aber im Endeffekt, wenn ich dann die Polizisten sehe, der Türke behandelt mich manchmal genauso scheiße wie der Deutsche, also deswegen, weißt du, dann komme ich dann dahin und sage, Polizist, genau wie auch in der Politik. Naja, dann müssen wir über das Thema wirklich Mentalitätswechsel und Einstellungen reden. Bei allen, egal. Ja, natürlich bei allen, ja, genau. Aber sie bringen natürlich, trotz alledem, sollte man jedenfalls annehmen, noch bestimmte neue Kompetenzen ein, die sich dann vielleicht auch positiv auswirken. Was ja nicht heißt, dass sie auch fehlerfrei, dass sie von vornherein fehlerfrei sind. Das ist klar. Okay, viele spannende Fragen wurden aufgeworfen und möglicherweise gibt es ja auch im Publikum noch Menschen, die eine Frage, einen Diskussionsbeitrag haben. Dass wir sie erkennen. Was? Ich verstehe es nicht, sorry. Genau, wir haben die Möglichkeit, aber ihr müsstet herkommen. Wir haben kein Saalmikro, ne? So ist das, ja. Also entweder ihr sprecht, kommt ein bisschen vor und sprecht sehr laut oder ihr könnt hier ein Mikro an der Bühne empfangen, das geht auch. Genau, nach Möglichkeit, damit auch viele Menschen noch was dazu sagen können, nach Möglichkeit bitte kurz halten, die Statements und Fragen. Können wir das Licht im Saal? Gibt es überhaupt Fragen? Da. Nein, nicht. Na gut, dann machen wir weiter. Wir haben ja hier einen Lehrer sitzen und den würde ich auch mal in der Richtung ansprechen. Bevor ich dazu komme, zu der Frage, ich hatte die Möglichkeit, voriges Jahr einen Überlebenden von Auschwitz in einem, ja, in einer Podiumsdiskussion zu erleben und er hat mir im Anschluss in mein Buch reingeschrieben, was ich ihm hingegeben habe, wir müssen wachsam sein, es ist noch nicht vorbei. Und ich denke, das ist das, was wir heute gehört haben, Neonazis und auch andere Polizisten, Angestellte, was weiß ich, Richter, sind ähnlich geartet. Und wie nehmen Sie Einfluss als Lehrer auf diese Entwicklung der Kinder? Sie haben zwar 92% Migranten, aber es gibt ja auch ein paar Deutsche. Das ist ja egal, ob es, ich meine, wachsam müssen wir alle sein, also ist ja egal, welche, das können wir auch hier einfach, wie nehme ich Einfluss? Ja, das können Sie jetzt nicht wissen. Ich toure gerade mit einer Auschwitz-Überlebenden durch Deutschland, mit Esther Bejerano, rappe dazu und sie singt. Und wie ich das im Unterricht mache, ich versuche nicht diesen typischen 0815-Unterricht in meinem Unterricht zu machen, vor allem wenn es um Rassismus geht, sondern versuche die Kinder zu gewinnen. Also bei den vielen, wenn wir an Schulen sind, bei vielen deutschen Jugendlichen, versuchen wir nicht immer dieses Schuldgefühl zu geben, sondern die zu gewinnen. Und bei unseren Leuten einfach zu sagen, auf eine coole Art und Weise mit Rassismus umzugehen. Wir rappen darüber, wir schreiben darüber und sagen, dass wir alle wachsam sein müssen. Denn wir sind alle, wenn wir vergessen, bieten wir immer den Nährboden, dass es wieder passiert. Egal in welcher Form und wie. Und das versuchen wir irgendwie hinzubekommen. Als Gruppe, als Musikgruppe, aber auch als Lehrkraft. Ich darf mich nicht Lehrer nennen. Ich habe nicht Diplom. Ich bin nur Lehrkraft. Zweite Klasse, überall zweite Klasse. Nein, das also ich halte das für ganz wichtig, dass wir ganz unterschiedliche Formen brauchen, weil zum Schluss geht es nicht um Vergangenheit, sondern um Gegenwart und Zukunft. Und mir geht immer nicht aus dem Kopf, was Imre Kertész, Holocaust-Überlebender, im Deutschen Bundestag gesagt hat.
Er hat gesagt, es ist geschehen und damit ist klar, es kann wieder geschehen. Es gibt also keine Garantie. Und deswegen auch bei der Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, übrigens egal, welche Wurzeln ihre Eltern oder Großeltern haben, denke ich, geht es nicht darum, sie zu schockieren mit der Vergangenheit, sondern über die Musik. Esther Bejerano ist so ein Beispiel, wenn sie mit ihr gerade touren, also ich kenne sie auch, über ihr Erlebnis bei den Kindern so etwas wie, oder auch Jugendlichen sowas wie Empathie zu entwickeln. Es gibt aber auch andere Formen. Ich war vor Jahren in der Wanderausstellung zu Anne Frank. Das Anne Frank Haus hat ein Konzept entwickelt, das finde ich einfach brillant. Weil durch die Ausstellung werden die Kinder und Jugendlichen, die Schulklassen, nicht durch solche alten Leute wie uns hier geführt und damit konfrontiert mit dem Leben von Anne Frank und was man daraus so alles lernen soll, sondern von Gleichaltrigen, die sich 2-3 Wochen darauf vorbereitet haben. Und die empfangen die Schulklassen in der Ausstellung und holen sie erstmal da ab mit dem Erleben, mit dem sie dort ankommen. Der letzten Kappelei auf dem Schulhof oder eine Ausgrenzungserfahrung. Irgendjemand wird auf Grundlage von welchen Merkmalen auch immer, weil er rote Haare hat oder einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird, ausgegrenzt. Jeder kennt das aus dem Verein, schon aus der Kita, aus der Schulklasse oder was weiß ich, auch vom Arbeitsplatz, dass es sowas gibt. Das heißt, die kommen ins Gespräch zu dieser Alltagssituation, aus der die gerade kommen oder womit die sich gerade auseinandergesetzt haben. Und entwickeln daraus, was geschieht, wenn man bei einer solchen Art von Ausgrenzung, die ja erstmal noch harmlos manchmal anmutet, wenn sie nicht gleich in Gewalt übergeht, was daraus sich entwickeln kann, wenn nicht rechtzeitig das Stoppschild aufgestellt wird und nähern sich dann der Geschichte der Verfolgung, der Ausgrenzung und dann Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden und der Geschichte von Anne Frank an. Auch über die Alltagserfahrung, was würde das heißen, wenn du aufgrund eben deiner roten Haare ab jetzt kein Handy mehr benutzen dürftest. So wie Juden nicht mehr auf die Parkbank durften oder nicht mehr ins Schwimmbad und so weiter. Und über diese Arbeit, diese Auseinandersetzung, was macht das mit uns, mit den einzelnen Leuten, was macht das mit der Gesellschaft, wenn dieses Gift sich erstmal dort hineinfrisst, ziehen die natürlich hoffentlich für den Alltag und auch für das Zusammenleben nach diesem Besuch in der Ausstellung, denke ich, sehr viel nachhaltigere Schlüsse, als wenn wir ihnen da das Plakat vorhalten, wie man sich zu benehmen hat, welche Regeln man einzuhalten hat oder welche Lehren man aus der Geschichte zu ziehen hat. Und ich finde, auch dieser Fall NSU hat so ein Potenzial. Deswegen haben wir übrigens in dem Fall wieder fraktionsübergreifend im Bericht vorgeschlagen, dass dieser Fall NSU und das Versagen in den Ermittlungen, aber auch das Staatsversagen für die Polizeiausbildung, für die Juristenausbildung als exemplarischer Fall aufgearbeitet werden soll, dass also in Zukunft in der Ausbildung jeder angehende Polizist und Jurist damit konfrontiert wird, mit all diesen Fehlern, Abfolgen und so weiter und hoffentlich damit sensibler, wenn ihm dann im richtigen Leben und im Einsatz solche Dinge, da wir sie nicht für die Zukunft ausschließen können, hundertprozentig begegnen, sensibler damit umgeht und sachgerechter damit umgeht. Ich denke, nur so, jeder an seiner Stelle und an diesen einzelnen Orten, werden wir da einen Schritt vorwärts kommen. Ja, seid wachsam, ja, würde ich unterschreiben. Das Problem sind so die Tendenzen, die dem entgegenlaufen, also auch staatliche Tendenzen. Ich habe das ja vorhin schon erzählt, es ist ja nicht nur die Blockade von so bestimmten Punkten, die wir erforschen wollen, sondern es ist einfach, dahinter steckt die Ansage, der NSU bestand aus 3 gefährlichen Menschen. Ja. So, Punkt. Und dann gab es noch ein paar, die haben so geholfen, aber so recht gewaltbereite Neonazi-Strukturen, die haben wir ja eigentlich nicht. Das steckt dahinter und das ist genau diese Bagatellisierung, die dazu führt, eben nicht wachsam zu sein. Und das finde ich so ein Punkt, wo auch klar ist, was wir politisch in diesem Prozess wollen. Ja? Und dann noch vielleicht ein Punkt zur Juristinnenausbildung. Ja? Also ich kenne die in Berlin natürlich, da ist tatsächlich Pflichtveranstaltung im Referendariat, Aufarbeitung der NS-Justiz.
Das ist eine Veranstaltung von 2 Stunden und man kann übrigens wählen als Referendar, ob man lieber dahin gehen will oder eine Veranstaltung 2 Stunden Aufarbeitung Unrecht DDR-Justiz. Also nur so viel dazu, wie damit aktuell umgegangen wird, und ich befürchte, da wird sich nicht viel dran ändern. Gerne weitere Fragen. Ah, jetzt ist das Eis gebrochen. Hallo, ist auch nicht wirklich eine Frage, sondern vielleicht eher so ein Statement noch dazu. Also ich glaube tatsächlich, dass der ganze Umgang mit dem NSU auch was damit zu tun hat, wie die Deutschen mit dem Nationalsozialismus umgehen. Also dieses, oh mein Gott, ich will damit nichts zu tun haben, hängt meiner Meinung nach ziemlich stark damit zusammen, dass es eine noch nicht erfolgte Aufarbeitung gibt, dass es vor allem keine emotionale Aufarbeitung gibt, und dann wollen alle irgendwie, oh mein Gott, wir sind ja schuld, wir wollen mit Nazis nichts zu tun haben. Wehe, du sagst, das sind Nazis, wie in Köln, was du jetzt gemeint hast. Ich will das nie wieder hören, diesen Vorwurf von wegen. Weil sonst denkt das Ausland wieder so und so über die uns Deutsche und so weiter. Da ist so viel Komplex und Verkrampftheit, das ist zumindest mein Empfinden. Und ich beschäftige mich gerade auch so mit Familiengeschichte. Also ich habe 2 Pässe und mein französischer Opa war in der Résistance und so weiter. Und ich habe da halt irgendwie einiges rausgefunden und denke, das ist ein extrem großes Thema, dieser Generationenkonflikt, einfach irgendwie, dass fast alle, ja, mehr oder weniger Nazis oder Wehrmachtsangehörige, also die zumindest seit 4 Generationen in Deutschland leben, in der Familie haben, ja, und darüber aber, außer über so abstrakte Dinge wie, keine Ahnung, halt irgendwelche Zahlen und im Geschichtsunterricht, also ich finde diese Aufarbeitung, die sich die Deutschland ja irgendwie so krass ans Revier heftet, wir machen es so toll, 5 Jahre Holocaust-Denkmal, machen mal die anderen Nationen irgendwie beneiden uns darum, das war ja ein wörtliches Zitat. Also das ist alles so abstrakt, aber sowas, wie Sie jetzt erzählt haben, ist, glaube ich, tatsächlich, oder du meinst es auch, dass es nicht so arg um diese Schuld geht etc. und dieses Aufbürden von irgendwie Zahlen und alles, und dass die Leute natürlich extrem überwältigt werden, statt dass sie sich einfach mal eben mit Anne Frank beschäftigen oder einfach Claude Lanzmann Shoah anschauen. Das finde ich schon ein irgendwie, ja, wie auch immer, das führt ja endlos weiter, aber ich denke, dass das zum Beispiel ein Hebel wäre. Es gibt so ein Buch von Sabine Bode, Enkel, Kriegsenkel heißt das. Da kann ich mich zum Beispiel damit identifizieren. Und das ist nicht so abstrakt. Das geht einfach nur darum, wie Leute davon betroffen sind, dass sie in einem Land wohnen, wo die Großeltern mehr oder weniger den größten Massenmord der Geschichte veranstaltet haben. Das macht ja was mit einem. So sehr wir dann, wir, ja, irgendwie nur passiv im 100. Meter-Ebene passiv traumatisiert sind, aber ey, ich kotze 3 Stunden am Stück, wenn ich mir irgendwelche Nazis angucke. Und das hat was damit zu tun, dass meine Vorfahren Vorgänger diese Ideologie sind. Und ich denke, da ist extrem viel noch zu machen. Und ja, das müssen wir halt machen, weil sonst wird es schlimmer. Wenn es noch Fragen gibt, wir können das auch so ein bisschen sammeln. Also wenn es noch welche gibt, auch damit wir uns orientieren können. Ja, ich habe nur die kurze Frage, was es für Möglichkeiten nach einer Quotenregelung gibt in der Polizei für Menschen mit Migrationshintergrund. Also weil ich so der These ganz an sich nicht zustimmen würde, das braucht gute Polizisten, da kann ich nicht wirklich viel abempfinden, aber so von der Strukturkritik her. Und vielleicht kann, also irgendwie von Berlin habe ich nur gehört, dass es da was gibt, und vielleicht kannst du noch mal was erzählen dazu. Gut, wenn es noch weiteres gibt, sollten wir gleich sammeln, dann können wir noch, wenn es nicht gibt... Ja, das können wir uns merken. Also ich hatte eine Frage noch an Frau Pau, und zwar geht es mir darum, ob im Zusammenhang mit dem NSU-Untersuchungsausschuss, ob auch, also ich habe das so verstanden, dass ja die Arbeit dort weitgehend parteiübergreifend im Konsens erfolgt ist, und ob jetzt sozusagen, nachdem dieser Ausschluss abgeschlossen wurde, ob es Vereinbarungen gibt, weiterhin parteiübergreifend an diesem, also auf Bundestagsebene oder auch auf einer anderen Ebene an diesem Thema zu arbeiten. Weil was mir hier nicht gefällt, ist, dass sozusagen, ich meine, diese Veranstaltung findet hier im Rahmen von Linksnet statt, aber ich denke, dass es nicht sehr produktiv ist, wenn man sich irgendwie als Partei mit diesem Thema vereinzelt und dann irgendwie eine eigene Agenda damit verfolgt.
Darf ich kurz was fragen? Deine Frage eben, hast du gesagt, du kannst nicht damit leben, mit der Aussage, zum Beispiel überhaupt nicht wertend, ich brauche gute Polizisten, mir egal welche Nationalität? Habe ich das richtig verstanden? Weil du, das habe ich verstanden, wegen meiner Aussage. Nein, ich glaube, das war, ihr seid gar nicht so sehr im Widerspruch. Die Frage war, wie tatsächlich mehr Menschen mit, ja, schlimmes, komisches Wort, Migrationshintergrund, also jedenfalls mit auch Wurzeln außerhalb Deutschlands in den öffentlichen Dienst, in der ich Buspolizisten gelangen können und ob da eine Quote helfen könnte. Ich bin ja auch oftmals Bestandteil von Quotenregelungen gewesen im politischen Raum. Ich habe immer gesagt, das ist nur eine Krücke. Aber genau das ist es auch. Wenn man sich selbst auferlegt, zu sagen, wir wollen Anstrengungen unternehmen, um den Anteil überhaupt erstmal auf ein wahrnehmbares Niveau zu bringen und dann zu schauen, inwieweit sie tatsächlich genauso blöd agieren oder vielleicht aber auch Impulse in die Polizei hineinbringen, auch interkulturelle Kompetenz und anderes, dass es besser wird, dann bin ich für eine Quotenregelung. Deshalb ist das in Berlin, denke ich, ein Anfang. Da sind wir aber auch noch längst nicht so weit, dass dieser Anfang sich so weit durchgesetzt hat, dass die schon auf der Führungsebene irgendwo angekommen sind. Weil wenn das sich in den letzten 10 Jahren so als zartes Pflänzchen entwickelt hat, dann wird es wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern, bis wir den ersten stellvertretenden Polizeipräsidenten oder die erste stellvertretende Polizeipräsidentin mit einer solchen Biografie haben. Ähnliches gilt für die Justiz. Noch schwieriger, soweit ich das überblicke. Aber es gibt inzwischen ja eine Generation auch gut ausgebildeter junger Leute die mit wunderbarem Abitur und wie auch immer, die sich auf den Weg machen und wo ich hoffe, dass die irgendwann im öffentlichen Dienst auch ankommen und nicht nur andere erfolgreiche Berufskarrieren einschlagen, sondern dass sich das auch im öffentlichen Dienst auswirkt. Also ganz klar, ja, für mich zu einer Quote, aber nicht denken, das ist das Allheilmittel, weil da müssen wir viel früher ansetzen. Sie haben es vorhin gesagt, solange Kinder aus solchen Familien schon mal auf Verdacht in Förderschulen beispielsweise abgeschoben werden, gar nicht die Chance haben, einen solchen Bildungsweg zu durchlaufen, da geht schon ganz am Anfang irgendwas schief und dann kommen wir auch nicht an diesen Stellen an. Und zu dem letzten, ja, ich bin heute gern hierher gekommen, auch wenn links nett der Veranstalter ist oder die Veranstalterin. Ich sitze aber schon übernächste Woche in Baden-Württemberg auf einem Podium, wo eben nicht die Linke Veranstalter ist. Da sind wir erstens noch gar nicht so stark, dass deswegen ein Saal gleich so voll würde, wenn die Linke einlädt. Und mein Kollege Clemens Bindinger von der CDU hatte eigentlich vor, das mit mir gemeinsam zu machen. Nur hatte einen anderen Termin. Jetzt suchen wir gerade nach einem Kollegen aus einer anderen Fraktion, die das gemeinsam macht. Wir haben uns fest vorgenommen und deshalb ist es wichtig, auch wenn es erstmal als Symbol daherkommt, dass am letzten Donnerstag der Deutsche Bundestag einstimmig die 50 Schlussfolgerungen des NSU-Untersuchungsausschusses aus der vergangenen Legislatur nochmal bekräftigt hat und beschlossen hat. Und wir haben uns da gegenseitig versprochen, dass wir diese 50 jetzt auch gemeinsam umsetzen. Und dann hat jede Fraktion zum Teil eben noch weitergehende Vorschläge. Und wir waren sehr einig, dass diese weitergehenden Vorschläge, und das ist auch ein Novum, nicht in Einzelberichten veröffentlicht wurden, sondern wenn Sie sich das anschauen, die sind Bestandteil dieser gemeinsamen Bundestagsdrucksache. Da hat der Referent der CDU-CSU-Fraktion den Satz, den Sie in diesem gemeinsamen Bericht finden, formuliert, dass der Ausschuss viele Gemeinsamkeiten hatte, dass aber über diese Gemeinsamkeiten auch deutlicher wurde, wo sich die Fraktionen unterscheiden. Zum Beispiel beim Thema Nachrichtendienste. Er hat den Satz formuliert, dass die Linke die am weitesten gehende Forderung hat, die die anderen Fraktionen eben nicht mittragen konnten. Womit aber das Tor natürlich offen ist, in einer demokratischen Öffentlichkeit auch für unsere weitergehenden Schlussfolgerungen zu werben und gegebenenfalls das ins Parlament zurückzuholen und dann in einem Jahr zu beraten, inwieweit auch in anderen Fraktionen dort bestimmte Dinge vielleicht auch aus der Erfahrung jetzt anders gesehen werden oder aber ob sie uns von ihren Positionen überzeugen können, auch nicht ganz ausgeschlossen, wobei ich das beim Thema Geheimdienste nicht sehe, dass wir da
Übereinkommen. Also nicht Vereinnahmung durch eine Fraktion, um Gottes Willen, oder eine Partei. Ich bin sowieso der Auffassung, dass bei diesen Themen, über die wir heute hier reden, eigentlich es sich gehört, dass Demokratinnen und Demokraten erstmal das Gemeinsame voranstellen und das, was sie gemeinsam machen können, auch umsetzen und nicht parteipolitisch instrumentalisieren, wie ich das in den letzten 10 Jahren schon zweimal beim Thema Antisemitismus im Deutschen Bundestag erlebt habe, wo die Unionsfraktion beispielsweise, nur weil sie nicht mit der Linken gemeinsam auf einem Antragskopf stehen wollte, dann absurde Anträge zum Thema Antisemitismus eingebracht hat, um das Parlament zu entzweien, anstatt sich jetzt gemeinsam diesem auch drängenden Problem zuzuwenden. Und dann haben wir noch genug Streitpunkte, wo wir nicht übereinkommen und wo wir dann auch entsprechend miteinander streiten können. Also ich will jetzt keine Gegenrede dazu halten, aber ich saß ja bei der Vorstellung des Abschlussberichts im Bundestag und erlebte so eine überfraktionelle Feierstunde für die Demokratie und für das, was wir geschafft haben. Und ja, es hat mich nicht überzeugt. Es hat mich deswegen nicht überzeugt, weil genau der springende Punkt, nämlich institutioneller Rassismus, gerade nicht Gegenstand der Einigung war und es auch nicht ein Punkt ist, der über das andere hinausgeht, sondern der möglicherweise ja auch im Widerspruch dazu steht. Und das ist mir zu kurz gekommen. Insofern fand ich das alles dann so ein bisschen plakativ. Wir fassen uns an den Händen und sind gegen Rechtsextremismus. Also ich finde, die Unterschiede kann man auch betonen, denn die sind richtig. Und ich sitze regelmäßig auch auf solchen Veranstaltungen und saß letztes Jahr mit Wieland und Ströble auf dem Podium und habe mich unglaublich mit denen gestritten, weil ich dieses Wort Betriebsblindheit, was die für institutionellen Rassismus ersetzen wollten, absolut, also das war mein Unwort, ja, weil das heißt ja im Grunde genommen, ach so, eigentlich sind es ja immer die Ausländer, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, die man in der organisierten Kriminalität verortet und deswegen hat man es da einfach nicht gesehen. Das heißt für mich Betriebsblindheit. Und dann finde ich die Unterschiede gut und richtig und dann sollte man eine offene Debatte darüber führen und von mir aus auch parteiunabhängig, welche Richtung die richtige ist. Na, das in jedem Fall. Und im Übrigen, die meiste Prügel hatte sowohl Eva Högel von der SPD als auch ich, weil wir es noch schärfer formuliert haben, für das Thema institutioneller Rassismus bekommen. Wie gesagt, ich habe vorhin ja bekannt, dass ich hier als GdP-Mitglied auch sitze. Was meint ihr, was aus meiner Gewerkschaft auf mich niedergeprasselt ist und jeden Tag auf mich niederprasselt? Und da stelle ich mich natürlich genauso der Debatte. Ich finde ja, wir sollten jetzt endlich mal aufhören, Zeit zu verlieren und wenigstens das Gemeinsame nun mal so ins Werk setzen, dass es hoffentlich im richtigen Leben Auswirkungen hat und parallel jeder zu seinen Dingen streiten. Da habe ich übrigens noch eine gute Nachricht zu überbringen, weil mit Wolfgang Wieland war ja der Verfassungsschutz nicht aufzulösen. Das war ja auch keine Gemeinsamkeit. Am letzten Donnerstag in der Debatte hat die neu in den Bundestag gewählte Kollegin Michalic von den Grünen die Auflösung des Verfassungsschutzes als Schlussfolgerung aus den NSU-Geschichten gefordert. Ich sah, dass sich ihre Altvorderinnen die Augen rieben, aber sie widersprachen auch nicht. Insofern kann man ja da auch ansetzen, was jetzt Schlussfolgerung betrifft. Ja, ich habe so ein, nicht ein Problem, aber für mich passiert zu viel unter dem Deckmantel Demokratie, was meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Demokratie, also man kann, ich will überhaupt niemandem die Arbeit abstreiten und dass er willens ist, was zu tun, aber man kann viel sagen, aber die Taten sprechen mehr. Wenn zum Beispiel in Baden-Württemberg 2 Polizisten im Kuckucksheim sind, 2? Und es passiert von 2, die, ja, die 2, das ist von eine denen ganz man vorsichtige weiß, Schätzung. Ja, aber es passiert nichts. Die NPD und die rechten Parteien dürfen auf Schulhöfen ihre CDs verteilen, weil sie eine demokratische Partei ist. Dann habe ich ein Problem, wenn das so ist, wenn rechtsradikale Parteien wie Pro Köln, wie die NPD auf Schulhöfen CDs verteilen können mit ihren Rechtsrockmusik, ja, wenn das Demokratie ist, dann habe ich ein Problem mit Demokratie, ganz ehrlich. Dann ist es nicht meine Demokratie, weil eine menschenverachtende Ideologie kann nicht demokratisch sein. Das ist dann meine Meinung. Und dann bringen mir, ganz ehrlich, dann bringen mir die ganzen sehr gut organisierten, oder wenn ein Verfassungsschützer sich da hinstellen kann, ja, 2006 wussten wir eigentlich schon, dass es Nazis sein könnten, aber da war ja die WM. Wie hätten wir das denn sagen können? Ja, das ist,
Das sind Tatsachen. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und es steht keiner auf und sagt, der Mann sitzt immer noch da. Diese Leute sitzen immer noch da und arbeiten weiter. Wenn ich nur die Hälfte von dem verbockt hätte, wissentlich verbockt hätte. Also ich möchte auch, dann höre ich auf zu reden. Vielleicht rede ich zu viel, aber ich rede mich gerade in Rage. Mit dem Lehrer, mein Englischlehrer damals, der kam aus San Francisco und hat was sehr Gutes gemacht, womit er uns gezeigt hat, wie das läuft. In der 8. oder 9. Klasse, ich will nicht lügen, kam er in die Klasse und hat gesagt, alle türkischen Schüler gehen jetzt aus der Klasse, die dürfen nicht mehr den Unterricht besuchen. Und wir waren alle schockiert. Und dann waren wir vor der Tür, er hat uns auch nicht vorbereitet, er hat gesagt, ihr dürft nicht mehr, nur noch deutsche Kinder. Und es ist kein, und darum, wir waren in der 8. 9. Klasse, also da gibt es ja schon Schüler, die mal fragen könnten, worum gehen die denn jetzt, worum dürfen die nicht? Keiner hat den Mund aufgemacht. Nach einer halben Stunde durften wir wieder rein und er hat das zum Jahrestag der Rassengesetze gemacht. Ja, er wollte damit zeigen, wie das damals gelaufen ist und wie die breite Masse nichts gemacht hat. Der Mann hat eine Abmahnung bekommen, hätte beinahe einen Job verloren. Ja? Und das hat sich jetzt, weil ich wollte das Gleiche machen und habe Gott sei Dank meine Direktorin gefragt. Nein, das heißt ja jetzt Schulleitung. Meine Schulleiterin gefragt und sie hat gesagt, machen Sie es nicht. Das gibt Ärger. Also das zeigt, und es ist leider lange her, als ich in der 8. 9. Klasse war. Deswegen hat sich da überhaupt nicht viel geändert. Und das zeigt einfach, man kann viel reden, aber leider sprechen die Taten wirklich dagegen. Das haben Sie ja gerade auch selber gesagt, Frau Pau. Wir haben viel beschlossen, aber viel ist dann auch wieder verwässert worden. Und das ist gerade die Tatsache. Ja, und Ihr Beispiel ist ja ein ähnliches wie das, was ich zu Thema Anne Frank erzählt habe. Genau diese alltägliche Erfahrung. Also insofern sollten wir vielleicht die nächste Veranstaltung bei Ihnen machen, wer auch immer der Veranstalter ist. Und dann laden wir Ihre Schulleiterin ein. Es gibt... Wir würden noch einmal nach Fragen fragen. Das wäre die letzte Möglichkeit. Dann machen wir noch eine Fragerunde, oder? Und ich richte mich nach rechts und würde schon noch mal gerne einen Ausblick auf den Prozess hören. Was müssen wir jetzt erwarten? Wie lange wird das ungefähr gehen und was steht möglicherweise am Ende? Ist eine gewagte Frage. Eine ganz einfache Frage zum Schluss. Also, wir haben Termine bis zum Ende des Jahres, im Schnitt so 3 pro Woche. An den anderen 2 Tagen sollen wir dann nach Karlsruhe fahren, um die anderen 39.000 Seiten einzusehen, die da noch liegen. Wir stellen wöchentlich Anträge zu Strukturen, zu Verbindungen, zu Einbeziehungen der Neonazi-Szene. Das Gericht geht dem in vielen Punkten nach, also insofern ist mein Vertrauen noch nicht ganz verloren. Sodass jedenfalls wir hoffen, und da spreche ich auch für eine ganze Menge von Kolleginnen und Kollegen von mir, dass wir am Ende des Verfahrens doch mehr wissen als vorher. Wie lange es geht? Meine Schätzung, Anfang 2015, die resultiert daher, dass bislang die Verteidigung da noch nicht viel gemacht hat. Warum auch immer, kann ich nicht beurteilen, ist nicht mein Job. Wenn da also nicht viel passiert, dann wird das auch irgendwann sein Ende haben. Es ist nämlich auch so, wenn die Angeklagten verurteilt werden, haben wir kein Rechtsmittel. Das heißt, im Grunde genommen könnte das Gericht auch mit uns umgehen, wie die wollen, weil wir uns am Ende eh nicht beschweren können. Das ist ein Problem, was bislang aber noch nicht dazu geführt hat, dass sie so umgehen, wie sie wollen. Aber das sehe ich am Ende des Verfahrens, wird es sicherlich zu Konflikten führen, wenn wir mehr wissen wollen, als die zum Abnicken der Anklage brauchen. Das ist so der Ausblick. Was kommt raus? Also nach aktuellem Stand ist die Anklage in den Punkten, die sie da hat, bestätigt im Wesentlichen. Also gerade was Frau Zschäpe betrifft. Aber da kann noch viel kommen. Also wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob sie noch mal irgendwann was sagt. Wäre ich ihr Verteidiger, würde ich es möglicherweise raten. Aber ich bin es nicht und ich werde es auch nie werden wollen. Insofern nicht mein Job. Okay, danke. Dann noch eine abschließende Frage auch an Petra Pau. Was gibt es für eine Perspektive im Bundestag? Gibt es möglicherweise einen neuen Untersuchungsausschuss, beziehungsweise auch auf den Länderebenen? Und genau, wie ist sozusagen in der Bundespolitik da eine Perspektive? Also erstens beobachte ich Sie natürlich jede Woche und versuche das, was an Berichterstattung kommt,
zum Teil auch unabhängiger Berichterstattung, also da gibt es ja unterschiedlichste Dinge wahrzunehmen, um gegebenenfalls auch Ansatzpunkte zu finden. Ich meine, ich habe auch schon welche gefunden, keine Frage. Man redet ja auch mit diesem oder jener zwischendurch, wo wir entweder über den Tisch gezogen wurden oder bestimmte Sachen gar nicht mehr auswerten konnten, weil wer auch immer uns die Akten erst eine Woche nach Abschluss der Untersuchung geschickt hat, um zu schauen, wie können wir und müssen wir das nacharbeiten. Ich sehe im Moment keinen weiteren Untersuchungsausschuss im Bund, sage ich mal. Sagt das aber auch immer so zurückhaltend. Wir werden das im Innenausschuss des Bundestages weiter behandeln. Das sollte eigentlich in der letzten Woche am Mittwoch vor der Bundestagsdebatte sein, dass das sowohl das BKA als auch der Generalbundesanwalt uns Rede und Antwort stehen, nicht zu dem, was sie da jetzt in München treiben oder zugearbeitet haben, sondern zu dem, was sie parallel zu diesem Komplex treiben, weil die Aussicht war bisher, dass noch mindestens 3 Jahre lang gegen weitere Beschuldigte oder auch noch zu identifizierende, sprich Unbekannte, ermittelt wird, dass auch weiter noch Asservate ausgewertet werden und vieles mehr. Wenn es dort Anhaltspunkte gibt, wo der Bundestag tätig werden muss, auch gegenüber diesen Behörden, dann werden wir damit umgehen müssen, das werden wir also weiter haben. Ich sage noch einmal und werde auch Kraft darauf verwenden, ich verstehe nicht, warum es die Zurückhaltung in den Landesparlamenten gibt, insbesondere in Hessen, in Baden-Württemberg, aber auch in den anderen betroffenen Ländern. Ich weiß, dass es in Berlin Bemühungen gibt von den Grünen und von den Linken, die vielen Ungereimtheiten weiter aufzuklären, der gerade wieder aufgetauchte neue V-Mann der Polizei in dem Fall. Ich werde also weiter Kraft darauf verwenden, hier auch parlamentarische Aufarbeitung in den Ländern zu den Fragen, die auch nur dort eigentlich aufgeklärt werden können, zu leisten. Und bis zur Sommerpause müssen die Untersuchungsausschüsse in Sachsen und in Thüringen zu einem Abschluss kommen, weil es dann Landtagswahlen gibt. Ich gestehe, der Sächsische macht mir nicht viel Hoffnung, dass da noch großartig was kommt, was entweder ihre Arbeit befördert oder meine Erkenntnisse in irgendeiner Weise bereichert. In Thüringen hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Wir werden aber gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen das dann auch öffentlich in die Debatte drängen. Ja, und weiterarbeiten, parlamentarisch wie außerparlamentarisch. Und bitte lassen Sie uns dabei nicht allein. Treten Sie uns regelrecht auf die Füße. Ja, last but not least, Erwartungen, vielleicht auch Perspektiven an Politik und Justiz jetzt oder für das eigene Wirken? Ja, ich glaube, also ich gehe jetzt mal von dem eigenen Wirken aus. Es ist immer so einfach, auf Justiz und Politik draufzuhauen. Ich bin auch, warum ich auch gerne solche Veranstaltungen wahrnehme, ist, es gibt ja immer diesen, auch unter Künstlern ganz viele, die sagen, ja, immer von den Bekehrten wieder bekehren. Ich glaube, dass ich das gar nicht so sehe, dass ich den Leuten hier was gravierendes Neues erzähle oder desgleichen, sondern man schöpft ja auch Kraft drauf mit Leuten, die auf der gleichen Seite stehen und eine gleiche Idee haben, sich gegenseitig auszutauschen, Erfahrungen mitzuteilen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass es passiert. Ich muss jetzt nicht wie andere Künstler aus bestimmten Büchern lesen und dann von Neonazis auftreten, weil die werde ich sowieso nicht bekehren können. Ja, aber wenn ich mit Leuten auf der gleichen Seite, mit denen ich auf der gleichen Seite stehe, einen Erfahrungsaustausch, Interessenaustausch mache, dann gibt das Kraft und das ist das Wichtigste. Also wir müssen uns gegenseitig aufbauen. Leider Gottes ist das so. Okay, danke. Danke an alle Menschen, die da waren. Danke an die Menschen, die heute auf dem Podium hier gesessen haben und mit uns diskutiert haben. Sind bestimmt auch noch ein paar Minuten da und möglicherweise auch noch für ein kleines Einzelgespräch bereit. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Es gibt eine Veranstaltungsreihe hier in Leipzig, die sich mit dem Themenspektrum NSU und Rechtsterrorismus auseinandersetzt. Da liegen da drüben an dem Infostand auf Flyer. Die nächste Veranstaltung findet am 5.3. statt im Linksnet, also hier gleich um die Ecke. Da kommen Menschen aus Berlin vom APABITS. Und es geht sozusagen ein bisschen um die gesellschaftliche Linke und die Konsequenzen aus dem NSU. Also auch vielleicht ein bisschen ähnlich, aber sozusagen mit ähnlich zu heute, aber sozusagen mit anderen Menschen und möglicherweise auch immer nochmal neuen Erkenntnissen. Danke.
rechts oder links, das ist jetzt im Endeffekt ein engagiertes Projekt NSU Watch, was den Prozess und die Debatten darum begleitet. Kann man im Internet aufrufen, NSU Watch, und sollte man auch dafür für spenden, damit die Aktiven dort ihre Arbeit auch langfristig weiter betreiben können. Genau, da sind auch Flyer, glaube ich, auf dem Infotisch. Thank you.